Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge Bergbahn. Ja, wir haben ja hier das letzte Mal hier den Obstgarten, nenne ich es mal, ein bisschen gemäht. Und heute werden wir eben dann... Da rollen wir direkt mal weg. So. Werden wir dann mit dem BB Umwelttechnik Mähwerk die etwas größeren Flächen mähen. Genau, ich hoffe, es passt alles vom Sound her. Weil da hat es das letzte Mal ein paar Probleme gegeben. Ja. Ich glaube, das Mähwerk war... Ich weiß gar nicht, ich kann schon wieder nicht mehr reden. Ich glaube, das war da vorne drinnen. So, ja, es kann ein bisschen lecken. Aufgrund des neuen Updates. Ja. So, ja, Zapfel. Ja, aber mit dem Mähwerk hier, ich weiß nicht, macht das ein Heckgewicht? Ja. Ja, dann auch gleich mal Dankeschön für das echt gute Feedback. Übelst gut angekommen, die Folge. Hätte ich tatsächlich nicht so erwartet, für das, dass ich sollte mir vielleicht eine etwas kleinere Gruppe wählen. Auf jeden Fall hätte ich nichts erwartet für das, dass ich jetzt so lange keinen Bergbahn hergebracht habe. Das Ding will mich direkt mal umbringen. Was mir gerade so einfällt. Hat das Ding in echt wirklich auch eine Zapfwelle? Wird das nicht mit einem Ölmotor irgendwie angetrieben? Also ich weiß es jetzt nicht, aber naja, gut. Denke, ja, vielleicht täusche ich mich da auch. Oder gibt es das irgendwie mal in so einer Variante und so einer? Das kann auch sein. Je nach Traktor. Ja. So. Dann hier mal. Warte, ist das abgesenkt? Ah, ne. Ah, gut. Perfekt. Ja, jetzt ist. Sollte oben sein. Ja, ne, ist oben. Genau. Ich würde aber dann doch hinten lieber mal das Heckgewicht nehmen. So. Ja, was gibt's noch so zum Reden? Ja, erstmal das heben. Genau. Jetzt können wir wahrscheinlich schon wieder eine etwas größere Gruppe nehmen. Ja genau, wir werden dann natürlich auch dann mit dem Motormäher das alles noch ein bisschen genauer ausmähen. Aber Motormäher brauchen wir eh auf der anderen Wiese dann auch. Darum jetzt erstmal hier alles mit Traktor mähen und dann... Ja genau, ich hoffe, das Game Sound ist nicht zu leise, nicht zu laut. Ja. Ich muss da eben wieder in alles ein bisschen reinfinden. Ich gehe mal ein bisschen zurück und dann klappen wir das Ganze mal aus. So, an, runter, auf geht's. So. Ja, ich vielleicht hier am Rand ein bisschen langsamer. Ja, so wird es ein bisschen langsamer. So, ich fahre einfach mal gerade durch. Aber sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, dann heben wir das Ganze an. Und hier rauf, also senken. Ja. Das müssen wir dann eh alles mit dem Motormäher mähen. Ja, ich würde sagen, ich schiebe jetzt einfach alles zurück. Das könnte ein bisschen knapp werden. Wir wollen ja das neue Mähwerk nicht gleich zerstören. So. Was? Ne, das. Ne, das kantige Kante drin? Ja, wahrscheinlich. Den Weg mähen wir auch gleich mit.
Aber die Wiese da drüben vorerst wahrscheinlich noch nicht. So, früh genug bremsen. Ah nee, schafft er. Genau, ich habe mir über was überlegt. Was habe ich mir überlegt? Ah ja, genau. Und zwar wollte ich einfach ein bisschen drüber reden bezüglich meinen Führerschein, damit wir auch ein bisschen ein Thema wieder haben. Genau, eben so wie es immer war im Bergbauern, dass wir einfach über so ein paar alltägliche Sachen von mir reden. Ja, genau, Stichpunkt Führerschein. Ich weiß nicht, wie das genau in Deutschland ist, ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich vermute, dass viele, die mir zuschauen, auch aus Deutschland kommen. Genau, bei uns ist es auf jeden Fall so, ich habe den L17 gemacht, das heißt, ich darf mit 17 Jahren dann schon alleine alleine Auto fahren. Alleine Führerschein fahren. Ja, wahrscheinlich. Genau. Und hab dann, sobald man den Führerschein hat, eben mit 17, muss man aber dann trotzdem auch noch Sachen machen, damit man den Führerschein auch behalten darf. Da habe ich eine Sache eben jetzt vor kurzem gemacht. Das ist so ein Mehrphasentraining. Ich habe das beim ÖMDC gemacht, ist glaube ich Deutschland ADAC. Genau, das fährt man zum Beispiel, ist relativ bekannt, auf so eine Rüttelplatte, wo dir das Heck dann erstmal ausbricht und du dann eben das Auto unter Kontrolle bringen musst. Oder Notbremsung auf Asphalt und auf nasser Fahrbahn und so ein paar verschiedene Sachen. Ja genau, das habe ich eben jetzt gemacht. Vor ein paar Tagen und jetzt steht dann noch an in den nächsten circa 3 Monaten eine Perfektionsfahrt, genau, mit meinem Fahrlehrer. Und dann bin ich fertig mit meinem Führerschein. Ja, ist eigentlich ganz nice. Könnt ihr auch gerne mal ihr reinschreiben, ob ihr, wie das bei euch so ist und ob ihr, wann ihr den Führerschein macht und so. Oder was ihr allgemein für Führerschein habt, vielleicht Moped oder so. Genau, so, dann klappen wir mal. Ich hoffe, wir rollen da jetzt nicht weg. Weil jetzt geht's an diese Wiese hier. Ja, aber sieht doch eigentlich so ganz gut alles aus. Schafe. Ja. Schon, ich weiß auch, habe ich ja glaube ich auch noch gar nicht angesprochen. Ich habe jetzt so lang irgendwie kein Content und alles, gar nichts mehr gemacht. Gut, das wird knapp. Da fahre ich lieber ein bisschen besser ran. Und zwar habe ich auch tatsächlich in echt jetzt den Traktorführerschein. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe ihn jetzt. Also wir haben zwar einen Traktor, aber wir nutzen den jetzt nicht wirklich auf öffentlichen Straßen und so. Also, ja, gut, hier und da vielleicht wieder etwas, aber sonst war es das auch schon. Aber ja, gut. Nee, ich wollte eigentlich... Obwohl, nee, vielleicht ist es besser, wenn wir wirklich da drüben anfangen. Oder ist es besser? Ich weiß es nicht. So, fahren wir hier ein bisschen rein. Da führt nichts dran vorbei. So, aber ich glaube jetzt klappen wir das Ganze aus. Genau. Und was ich dann Anfang nächste Saison für den Führerschein machen werde, also Anfang nächste Saison im Prinzip, also Anfang Sommer, und zwar den Motorradführerschein, nicht den ganz großen, sondern den kleinen darunter, weil den ganz großen darf man erst mit 21 machen und ich mache den eben dann mit 18, weil ich werde jetzt dann eben Winter 18 und ja, genau. Dann wird es vielleicht hoffentlich auch Motorrad-Content geben. Ich weiß nicht, ob es nochmal Moped-Content gibt, ich bezweifle es sehr stark, weil der Sommer ist vorbei. Und ja, also dieses Jahr war es mit Moped-Fahren tatsächlich eher etwas weniger.
Ich hätte schon öfters irgendwie ein bisschen Bock gehabt, aber irgendwie alleine auch jetzt nicht so direkt. Ja, mal schauen, wie es dann mit dem Bike wird. Weil Matze oder Tobi, das dauert noch ein bisschen, bis dass die den überhaupt machen können, wenn sie ihn machen. Tobi hat jetzt letztens schon noch gemeint, dass er ihn vielleicht macht, aber ja, mal schauen. Das wird dann eigentlich im Prinzip so roundabout nochmal ein Jahr dauern. Obwohl eigentlich eher so dann gegen Ende Saison. Ja, mal schauen. Also sobald ich ihn habe, dann nochmal drauf. Drum, ja, mal schauen, ob ich dann irgendwie vielleicht einfach alleine fahre und ein bisschen Content mache. Ich meine, vielleicht findet man ja dann auch irgendwie durchs Fahren eben auch neue Leute, die da auch Bock haben und auch aus der Umgebung kommen. Ja, genau, so sieht's aus. Aber ich würde sagen, wir hauen uns jetzt wieder in eine Timelapse rein. Menia die Wiese bis da unten, ich weiß nicht, sieht man es da vorne? Das ist der Zaun da so rüber und genau, dann mal schauen, vielleicht geht es sich noch aus. Ich fahre jetzt einfach mal runter auch. Vielleicht noch mit dem Motor mehr ein bisschen ausminen oder so. Ich weiß nicht, ja, obwohl da oben sicher müssen wir schon entlang den Zaun und so. Aber ja, genau. Mal schauen, ob sich das jetzt dann von der Folge ausgeht. Ansonsten, oh, da ist ein Baum. Ansonsten in der nächsten. Ja. So sieht's aus und ich würde sagen, ich fahre da noch ein bisschen bis runter und dann verabschiede ich mich schon. Genau, dann danke fürs Zusehen. Ich hoffe, die Timelapse gefällt euch jetzt dann noch. Und ja, dann war's das auch. Passen. So, also ja, nee, fand mir nachher dann. Oh, vielleicht, das sieht vielleicht gerade ganz gut aus. Machen wir jetzt gleich. So. Ja, nee, mache ich nicht. Da hebe ich dann nachher das Merk nachher auf. Genau, dann viel Spaß mit der Timelapse. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Thank you.
give you everything.